Yo, Servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Leute, heute gibt es mal wieder eine Reaction. Wir reagieren auf Cero El Mero Babbela Bab Official Video. Ihr habt in die Kommentare geschrieben, du musst auf Cero reagieren, du musst auf Cero reagieren. Ich wurde leider kurzzeitig gespoilert, kann man schon so sagen. So, ich weiß es nicht, aber ob das jetzt alles stimmt. Ich sage erstmal noch nichts dazu, habe aber viele Kommentare jetzt zu Cero El Mero gehabt mit Babbela Bab. Wir reagieren drauf. Er ist wieder zurück. Ich weiß gar nicht, ein, zwei Monate war er, glaube ich, ein, zwei, drei Monate. Ich habe keine Ahnung. War er auf jeden Fall inaktiv. Jetzt ist er wieder da. Ich weiß nicht, ob es direkt auch, ob er mit einem Album kommt. Können wir direkt mal abchecken. Ghetto Diamant. Ja, doch. Er kommt wahrscheinlich direkt mit einem Album. Ich bin gespannt, wie der Song sein wird. Ich erwarte einen schnellen Song, hoffentlich. Gucken wir mal, Leute. Es sind natürlich viele neue Lieder draußen. Guckt, auf was ich schon reagiert habe. Auf Ofo habe ich schon reagiert. Auf Loredana. Cero El Mero ist der nächste. Ballert immer in die Kommentare, auf was ihr für Vorschläge habt. Genug gelabert. Jetzt, wir reagieren auf den Song. Babbela Bab. Okay, warte. Directed ist das Ganze bei Leroy. Okay, das wissen wir auf jeden Fall, dass die AON-Jungs sehr eng mit Leroy zusammenarbeiten. Und Eyecatcher, okay. Zeit, dass wir Deutsch mehr ficken, Osta! Alter! Stopp! Bevor es jetzt nicht losgeht. Alter, habt ihr gehört, wie er geschrien hat aus der Stimme? Da höre ich Wut. Ich höre Wut raus. Ich freue mich schon mal, weil ich höre jetzt richtig Wut raus. Zeit, dass wir Deutschrap zerr. Und das kam ja richtig aus dem Hals raus. Okay. Deutsche Rapper wollen kaum, aber ich verstehe von ihnen kein Dab. Deutsche Rapper klingen so. Babbela, 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 bab. Okay, okay, es geht auf jeden Fall ab. Na, 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 an was erinnert mich das? Scheiße. Ich glaube irgendwas Englisches, Amerikanisches. Auf jeden Fall kommt mir gerade auf jeden Fall so bekannt vor. Junge, was ist das, Alter? Was ist das für ein Einstieg? Ich weiß jetzt, warum ihr den Song haben wolltet. Cero El Mero aggressiv am Start, richtig aggressiv am Start. Lyrisch gegen deutsche Rapper von mir Headshots ab. Hatte schon die große Fresse, bevor der Erfolg kam. Ja, ihr seid echt, echte Opfer. Springen die Menge voller Hater, so wie Klabi. Nur die Starken überleben auch die. Boom. Junge, er kommt auf jeden Fall gut rein. Und ich freue mich auf einen schnellen, aggressiven, lauten Song von Cero El Mero. Er hat natürlich auch so ruhige Sachen gebracht. Wir haben ja auch auf sein Album reagiert, Babyface Flow, auch auf die nicht rausgekoppelten Singles. Da waren ja auch viele melodische Lieder bei, sowas wie Dein Fahrer und so war ja auch da. Aber ich muss sagen, aggressiv, schnell ist er, finde ich, am stärksten. Du bist kein G, weil du der Straße nicht wichtig bist. Das deutsche Rapper braucht keine Toilette, ich nehme keine von ihnen her. Alles Wannabe-Fälle machen aus Rapping. Welche Bollywood-Filme, guck mal, wie ich vorkreise. Ey, der Beat, ich mag den Beat. Ich sag jetzt schon mal, schöner Beat, weil diese leichten Drops, schnelle, leichte Drops hintereinander sind auf jeden Fall gut gesetzt. Die nehmen mich mit, die lassen das einfach gut fühlen und ich feier Beat Drops sehr. Und das auch mit dem Musikvideo gerade, wie man das Szenenwechsel gerade kombiniert hat, war auch gut. Ich bin sowas wie der Flow White Mensch. Guck den Rappern in die Augen, du merkst, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Okay, dann ist das. Dann muss ja das der Diss sein. Oder es kommt was noch in Part 2, aber dieses deutsche Rapper klingen so, verstehe von ihnen keinen Satz. Und da hab ich das schon in den Comments gelesen. Das ist auch hier an Shubi A Cappella. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen, Alter. Geht, weil ich sag mal so ein bisschen, ne, wenn man es sich gibt, hörst du ein bisschen was so, was du nicht verstehst. Nett ausgedrückt, sage ich mal. Nicht so, wie er es jetzt ausgedrückt hat. Okay. Hey, ich verstehe von dir kein Satz. Hey, ich verstehe von dir kein Satz. Hey, Babbela, Babbela, Bab. Digga, was ist denn hier los, Alter? Warum will jeder auf einmal schnell rappen und denkt, er zerfällt? Oh, da kommt auch sogar noch eine Ansage von ihm, bevor der zweite Part losgeht. Aber dieses, ich verstehe von ihm keinen Satz. Ah, guck mal hier.
Hier noch mit Dingens Goldkette vorm Auto geparkt, okay? Muss sagen, Musikvideo gefällt mir, weil die Atmosphäre einfach gerade richtig rüberkommt. Fickt alles, hä? Junge, ich zeig euch mal, wie das geht, Mann. Hier ist der Erfinder von der Scheiße mit der Instagram-Rap. Bruder, das ist schon hart, Alter, was er da gerade auch noch mit dem Musikvideo macht. Sache weiß, ich versteh euch gar nicht, Babbela, Babbela, Bab, Mann. Nimm den Instagram-Rap, haben die Handycam weg, geh mir voll auf die Nerven, schlechten Texten. Boah, jetzt kommt er mit Part 2 und killt einfach diese ganzen Rapper da gerade. Junge, wie er guckt. Er hat ja, er ist ja richtig, Junge, das ist auf jeden Fall gruselig. Gruselig wie der Anfang, Alter, wo er einfach anfängt zu schreien. Okay. Vor allem, alle haben das gleiche an, die gleiche Kette auch. Das ist auch nochmal so ein Zeichen von wegen, ihr hört euch eh alle gleich an, gleich scheiße, sag ich mal. So ein kleines Detail. Mein Hashtag immer noch echt auf Metten. Ich sag mir, geh die Rap-Rack. Was schnell Rap macht aus dir kein King. Und mir ist scheißegal, wo du gesigned bist. Flieg nicht zu hoch, damit mein ich. Du bist hässlich, trotz deiner Breitling. Bin ein bisschen asozial. Boah, du bist hässlich, trotz deiner Breitling. Ich muss sagen, der Song gefällt mir. Song gefällt mir, aber ich finde die Hook. Hook gefällt mir richtig krass. Erster Part war nice. Ich habe den zweiten Part noch nicht zu Ende gehört, aber ich kann jetzt schon mal sagen, erster Part wird mir safe mehr besser gefallen als der zweite Part. Den Gang noch mit auf die Brust, ich Parkour geladen. Egal wo ich bin, play meine Playlist. Schienbein gegen Schnauze, Rey Mysterio. Du bist so ein Idiot, bist du ein Gangster an Musik. Bo, 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 bo. Sonst nicht, alles nur fake, alles nur fake, alles nur fake. Was soll ich da? Oh Mann, das ist die geilste Stelle. Bam, bam, Rey Mysterio. Bam, 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 bam. Und die Drops hintereinander kommen, Alter. Und zerfetzen das ganze Lied, Alter. Schön, schöner Song, schöne Wechsel sind da. Habe ich nichts auszusetzen, gefällt mir. So, Cero El Mero, so und nicht anders. Ich verstehe von Ihnen kein Satz. Boah, dieser Hook nimmt dich ja richtig mit. Das gibt dir ja richtig Kraft, Energie, wenn du beim Training bist, Sport machst. Den Song dir gibst, Junge, du voll motiviert, volle Kraft ist da. Ist da, Alter, ist da, gefällt mir. Wir sind jetzt sowieso am Ende des Songs angelangt, aber auf jeden Fall stabil. Ja, Mann. Ich gucke hier gerade noch, ob man hier vielleicht noch irgendjemanden kennt oder so, aber... Junge, dieser Beat. Okay, passiert auch nichts mehr. Okay, Leute, ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen zu dem Song. Boah, warte, geht da noch, explodiert da noch irgendwas da? Okay, können wir ja ganz kurz mal gucken. Achso, es war einfach Licht und sein Körper. Alles klar, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Instagram-Name steht unten links. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr abchecken würdet. Macht's gut, haut rein und ciao.